Hallo, ich bin Heidrun, freiberufliche Hebamme in Kaiserslautern. Ich unterstütze Philips Avent in allen Fragen rund um Schwangerschaft, Stillen und die Babys. Ich empfehle euch, besorgt euch eine Hebamme zur Nachsorge. Die steht euch dann während der gesamten Stillzeit mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem ist es mit Sicherheit hilfreich, dass ihr ein Stillvorbereitungsseminar besucht. Erkundigt euch auch schon mal in der Schwangerschaft, wo gibt es die nächste Stillgruppe, gibt es Stillberaterinnen bei euch in der Nähe. Dann habt ihr ein gutes Netzwerk, die euch in Stillproblemen gut zur Seite stehen. Heute sind die Empfehlungen, dass ihr euer Kind etwa ein halbes Jahr vollstillt und dann noch weiter stillt, ihm aber zusätzlich nach und nach etwas von unserem Familientisch anbietet. So lernt euer Baby ganz langsam und sanft, sich an die neuen Lebensmittel zu gewöhnen und ihr stillt weiter. Wir sprechen von Beikost und nicht von Ersatzkost. Das heißt, zum Stillen dazu bekommt das Kind ganz langsam etwas anderes zu essen. Die Empfehlung der WHO ist sogar, das Ganze, bis das Kind 2 Jahre alt ist, so fortzuführen. Sollte sich ein Kind aber schneller abstillen oder es andere Gründe gibt zum Abstillen, muss man natürlich immer alles auch ganz persönlich und individuell betrachten. Ja, da kann ich dich beruhigen, das funktioniert. Die Milchbildung in einer Brust ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Und je häufiger du dein Baby auch nur an dieser einen Brust anlegst, desto mehr Milch wird produziert und somit hast du dann ausreichend Milch, sodass dein Baby auch mit nur einer Brust satt wird und gedeiht. Du musst dir also überhaupt keine Sorgen machen. Dazu muss man wissen, dass Stillen, die Milchproduktion, die Milchmenge abhängig von Angebot und Nachfrage ist. Also als erstes solltest du gucken, dass du dein Baby immer weniger anlegst. Darüber reduziert sich schon von alleine die Milchproduktion. Ansonsten kann man es noch unterstützen durch Quarkwickel, durch kalte Weißkohlblätter und Salbeitee trinken oder Salbeibonbons lutschen.